Hallihallo und willkommen. Endlich mal wieder zu einem neuen Video hier mit uns beiden. Yay! Das bringen wir recht oft, gell? Dieses Yay! Ja, ich weiß, weil irgendwie arbeiten wir gerade ganz schön viel an so Zeugs und so und irgendwie haben wir nicht so viel Zeit, so coole Sachen zu machen. Aber heute gibt's was Cooles. Heute gibt's was Cooles, ja. Wie ihr schon gesehen habt oder wisst, hoffentlich arbeiten wir mit Let's Rock Minecraft und der mysteriösen fünften Person an einer schönen Adventure-Map. Hello Kitty, Pony, Hello. Rainbow Pony. Pony World, deswegen auch hier Rainbow. Und ja, was bietet sie natürlich am besten an als Minigame? Rainbow Runner für Rainbow Pony World Adventure. Ja. Ne? Ja. Cool, oder? es ist eine Mini-Version. Unser Original Rainbow Runner hatte 6 Lines, glaube ich, gell? Ja, 6 Stück waren es. Ja. Und war auch länger. Das ist so eine kleine Mini-Version, geht auch nur eine Minute, da wir es eben für die Adventure-Map benutzen wollten, so als kleines Minigame, dass man das spielen kann, so im Casino. Und ja, funktioniert an sich wie das alte Rainbow Runner, nur dass es jetzt mit Set-Block-Commands ist, außer ganz am Ende, da wo man steht, da sind dann noch Pistons, damit es einen hochhebt. Man wird aber nicht mehr in eine Lava gehoben, sondern in so ein Tripwire, was ihr gleich sehen werdet. Und genau. Ja, noch paar hübsche Sounds sind mit dabei und ja, den Rest erklären wir, glaube ich, danach, oder? Auf jeden Fall. Flieg ich schon mal drüber. Sau cool und wir überlegen uns schon, ob wir nicht unser altes quasi remaken. Wir müssten eh mal so einen riesen cool, Rainbow Park machen oder so, oder ja, an sich mal alle. Ich habe heute erst letztens Rainbow Card Punch angeschaut und dachte mir, was das für ein Meisterwerk war ich von mir. Was da an Redstone drin war. Kann man jetzt alles auf 20x20 bauen? Ja. So, ich drücke mal. Ich hoffe, du musst da aufpassen, dass nicht zu nah an den Block. Oh, der Gita Hero. Das war auch heftig. Oh ja, stimmt. So, genau, man drückt den Knopf. Dann seht ihr schon, es zählt runter. 3, 2, 1. Hier ist das Tripwire-Ding. Und, ja, geht los. Die Dinger kommen randommäßig. Immer mit so einem Feuerwerk-Sound, so einem Piu-Ding da langgezogen. Also die Frequenz auf 0,1. Und wenn sie hinten auftreffen, gibt es noch so einen Kling, Bing, Harp, Sound, keine Ahnung, Klaviersound. Und es kommt recht oft gelb und blau, was eigentlich gar nicht sein dürfte, Raffi nicht. Das ist random. Also, ja, doch, stimmt, die könnten theoretisch öfters kommen. Also, an sich ist es random, ich werde es auch gleich nochmal da zeigen, eben, das sind so Clocks, die da durchtickern. Aber es kommt überhaupt nicht blau und rot. Grün und rot, krass. Bleib doch mal stehen. Ja, rot. Aber oh, stimmt. Also wie gesagt, ist recht random, natürlich 100% random geht's nicht ganz, aber so random wie es nur geht, ist ja auch nur ein Minigame. Hoppala. Schon vorbei. Ja, jetzt habe ich aber die Rupees ins Inventar gekriegt. Ah ne, die kriegen wir beide. Da habe ich Etta gemacht. Rupees! Achso, okay. Ja gut, Pony das ist eben ein Singleplayer-Spiel, da ist es wurscht. Ich überlege gerade, ob man hier das vielleicht doch länger machen könnte. Damit es ein bisschen. Na, kann man ja verlängern, das ist ja kein Problem. Mal schauen, wie es in der Minecraft PG5-Version dann ist. Vielleicht ist das schon wieder ein bisschen länger. Genau, dann zur Erklärung: natürlich, man drückt den Knopf, der Command Block portet ein, hier die da sagen dieses 3, 2, 1, go. Und dann wird hier diese Konstruktion verschoben. Das hier alles ignorieren. Dann verschwindet dieser Redstone-Block, der, genau hier, das da kriegt Soft, das Ding. Und es spawnt Luft an der Stelle. Und somit tickern diese 4 Hopper-Clocks los, an denen irgendwo das Item natürlich liegt. Ich weiß jetzt nicht wo. Und die tickern los und die rattern halt hier immer mal wieder durch, aktivieren das Ding. Und hier ist so ein Random-Dropper-Generator, den wir ja schon im Diablo-Ding damals gebracht haben. Und der hat eine Chance von 3 zu 8, dass ein Minecart rauskommt und das Signal lang genug ist, dass halt dann diese Line aktiviert wird. Die dann hier einfach durchrattert mit so einem Dingens. Kann ich euch auch mal kurz zeigen. Bruch mal ein Knöpfchen. Aber jetzt habe ich beide aktiviert. Achso, nee, hoppla, passt. Falsch. genau, die erste Line hier oben, die spawnt die Blöcke und die drunter, die spawnt sie wieder. Also, spawnt halt Luft. Ist 2,
volle Repeater von der Länge her. Deswegen entsteht dieser schöne Schlangeneffekt, wie es da durchrattert. So ähnlich wie in diesem Lava-Ding, was wir hatten. Und ja, so im Groben ist halt die Funktionsweise. Natürlich halt hier jetzt noch eine Clock, die halt durchtickert. Das ist hier ein Minecart, das kommt ein Minecart. Fährt hier runter, fällt durch dieses Spinnennetzzeug. Ich glaube, wir können es einfach so auch verlängern, kann das sein? Müsste eigentlich reichen. Das geht, ja. Ah ja. Genau, das tickert halt hier durch. Und wenn es durch ist, kriegt man hier, dieses, du hast gewonnen, Rupees. Und das Ding wird hier wieder zurückgeschoben, resettet sozusagen. Dann spawnt hier wieder der rote Redstone-Block. Und genau, das Spiel ist resettet. Natürlich hat man noch das Problem, wenn man ja verliert, beziehungsweise wenn man hochgeschleudert wird, muss ja auch gestoppt werden. Da ist dann hier dieses Signal, was hier durchrattert. Da ist dann hier der Game Over Text. Und es wird auch hier alles resettet, wie auch wenn es hier durchgeht. Nur, dass ja die Clock resettet werden muss, weil hier noch das Minecart drin ist. Also wenn man verloren hat, rausgeportet wird, ist ja immer noch das Minecart drin und fällt dann irgendwann durch. Deswegen sind dann hier Command Blocks, hoppala, die einmal kurz, ne, das ist das Spinnennetz, oder? Genau, die spawnen Lava an der Stelle von den Spinnennetzen und die spawnen wieder zwei Repeater und ein Tick verzögert, Lava, Spinnennetze, ich mach mal einfach, genau, so sieht es aus. Ich hätte es gerade geportet. genau, weil das ist ja so dieses Standardproblem, was man irgendwie immer hat, finde ich, bei sowas. Mit dem Resetten von so einer Clock, die halt auf eine bestimmte Zeit läuft. War früher recht kompliziert, geht jetzt recht easy dadurch. Und ja, das war's an sich schon, das ganze Ding. Mehr gibt's eigentlich nicht. Ah, noch eine kleine Blockade habe ich hier eingebaut, die von reingebaut. Wenn das Spiel aus ist, genauso wie jetzt, ist hier kein Signal und dieser Piston ist hier reingezogen. Das heißt, weil ich hatte vorhin ein Problem, wenn man das Spiel gestartet hat und es hat noch runtergezählt, 3, 2, 1 und man ist schon hochgesprungen, hat man verloren sozusagen, wurde rausgeportet, aber das System hat es nicht erkannt und das Spiel lief weiter und man konnte sozusagen bescheißen, indem man da draußen stand, aber trotzdem die Belohnung bekommen hat. Und das ist ja der Anti-Cheat-Protector hier, dass man nicht cheaten kann. Cheat-Protector-Block. Das ist, wie heißt das, Punkbuster? Der Punkbuster-Block. Und ja, an sich war es das alles. Nichts Besonderes eigentlich. Gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt. Nur doch ein bisschen viel. Und größer geworden, als du gedacht hast. Ja, wie immer ich. Immer das Problem. Aber ja, nettes Spiel, glaube ich. Geht recht schnell. Was ist denn das immer, das Taking Inventory? Let me see. Wir entdecken immer mal wieder was Neues. Press E to open your inventory. Ach, das war's, okay. Achso, und du hast ein Achievement dafür bekommen. Ja, cool, oder? Warte mal. Soll ich noch einen Baum abholzen? Wollte ich auch gerade. So. Game Mode? Nein. Bin ich mal gespannt. Cool. Bist du cool. Nutzloser Scheiß. So auf dem Server, als auf den Sack gehen. So, hey, machen wir mit 10 Freunden einen neuen Server auf. Getting wood. Genau, jetzt palauen wir wieder so viel Scheiße. Ja, stimmt. Egal. Ja, wir driften immer so ab. Genau, kleines Minigame. Macht Spaß, ganz lustig. Download ist natürlich drin. Wenn ihr das Minecraft PG5 Video noch nicht gesehen habt, da anschauen. Da ist wahrscheinlich dann die gefixte Version. Ich habe gesehen, ich muss ja jetzt natürlich die Spinnennetz hier oben noch despawnen und wieder Lava reindingsern. Sollte kein Problem sein. Und ja, runterladen und warten auf die Rainbow Pony Super awesome Adventure Minimap. World. Adventure Map. Map. Cool. Sonic. Tschüss. Fantasy. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.